Von daher, so zusammenfassend, bin ich sehr zufrieden mit dem Jahr 2021. Es war vieles Unerwartetes dabei, aber dennoch auch viele schöne Momente, die ich erleben durfte und viele neue Menschen, die ich kennenlernen durfte. Servus zusammen, nachdem sich das Jahr ja jetzt langsam dem Ende zuneigt und dies jetzt der letzte Vlog in diesem Jahr wird, wird es auch wie letztes Jahr ein kleiner Jahresrückblick zum vergangenen Jahr geben. Natürlich gab es auch wieder viele Höhen und Tiefen, aber ich würde sagen, wir fangen einfach chronologisch von vorne an. Zum Jahresbeginn lief eigentlich trotz Corona für mich alles sehr gut. Ich konnte jede Trainingseinheit so durchziehen, wie ich es eigentlich auch vorhatte, und hatte eigentlich ein gutes Gefühl für die kommende Triathlon- und auch Kanuslalom-Saison. Im Frühjahr verbrachte ich relativ viele Tage in Leipzig, um mich für die Qualifikation für die Nationalmannschaft vorzubereiten. Leider geschah mir dort in der Vorbereitung dann aber ein kleines Missgeschick, denn ich fing mir während einer Rolle im Training eine Sehnscheidentzündung im Finger ein, beziehungsweise es entzündete sich bei mir was im Finger. Und auch, dass der Finger leicht dick geworden ist, ich das aber nur für Kälte gehalten habe, habe ich dementsprechend weiter trainiert und musste dann aber leider feststellen, dass es nicht besser geworden ist mit der Zeit und musste dann auch leider zum Arzt gehen, wo sich dann herausstellte, dass es, wie schon gesagt, eine Entzündung ist. Und dann blieb mir nichts anderes übrig, als für die Saison 2021 die Reißleine zu ziehen und an den Qualifikationen nicht teilzunehmen und den Sommer für einen guten Aufbau für die Finger zu verwenden und die Heilung gut zu unterstützen. Aber zum Glück war nicht mein komplettes Wintertraining nun für die Tonne, weil dadurch, dass die Entzündung ja nur im Finger war, konnte ich dementsprechend weiter schwimmen, laufen und Radfahren, weil 2021 dann noch meine erste Triathlon-Saison werden sollte. Alles begann mit dem Triathlon in Mühlacker. Das war eine olympische Distanz. Ich muss sagen, mein Trainingsfokus lag ja auf den längeren Distanzen bzw. der Ironman-Distanz. Dafür bin ich aber mit dem Ergebnis dann dort sehr zufrieden gewesen, musste allerdings auch feststellen, dass ich noch einige Sachen zu verbessern hatte, weil ich beispielsweise beim Wechsel vom Radfahren aufs Laufen Probleme mit dem Atmen gekriegt habe, weil ich einfach zu verkrampft auf dem Fahrrad saß. Dann 2 Wochen später ging es für mich weiter zum Frankfurt City Triathlon. Das war nun eine Mitteldistanz, sprich 2 Kilometer Schwimmen, 80 Kilometer Radfahren und 20 Kilometer Laufen. Ich muss sagen, auf dieser Distanz habe ich mich auch deutlich wohler gefühlt als auf der olympischen Distanz und hatte auch sehr viel Spaß beim Wettkampf und bin dort dann am Ende auch Dritter geworden mit einer Zeit von exakt 4 Stunden. Dadurch, dass durch diese vielen Corona-Verschiebungen Slots bei der Ironman European Championship in Frankfurt in diesem Jahr frei geworden sind, habe ich mich da kurzerhand sehr kurzfristig auch angemeldet. War eigentlich so ein bisschen so eine Hauruck-Entscheidung, die ich dann aber nicht bereut habe. Der Ironman Frankfurt war für mich einer meiner geilsten Wettkämpfe, die ich bisher in meiner gesamten Karriere, sei es Slalom als auch jetzt mittlerweile triathlon-technisch, erleben durfte. Deshalb jetzt hier einfach nur noch mal meine Lieblingsmomente. Das ist der Startschuss hier für unseren Rolling Start. Auf geht's, genießt die Reise! Und hier wird aber hinten raus alles gegeben. Die letzten Meter. Genießt sie, Lukas, you are an Iron Man. Am Ende wurde es dann dort der erste Platz, sprich ich konnte mir den Europameistertitel holen und auch gleichzeitig meinen Slot für den Ironman Hawaii. Mit nur einem Wochenende Zeit dazwischen zur Erholung ging es für mich dann weiter zum Ironman 70.3 Zell am See, sprich das ist dann wieder die halbe Distanz mit 1,8 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Rad und einem Halbmarathon. Dort muss ich sagen, waren die Wetterbedingungen, wie auch schon in dem Vlog über den Wettkampf beschrieben, nicht die idealsten. Es war aber trotzdem sehr geil, dort einen Wettkampf zu haben und hat extremst viel Spaß gemacht. Durch die ganzen Corona-Verschiebungen vom Jahr 2020 auf 2021 ist nun mein gesamter Wettkampfplan sehr zusammengerückt. Deswegen hatte ich vom Ironman 70.3 Zell am See zum Ironman in Thun nicht einmal eine Woche Erholung,
Beim Radfahren ging es diesmal nochmal deutlich in die Höhe, denn die Radstrecke in Thun hat über 2000 Höhenmeter. Leider hatte ich, wie schon auch in dem Vlog dort gesagt, einen kurzen Zwischenfall mit einem Motorrad, wodurch ich mich dann leider am Knie leicht verletzt habe, was sich dann leider auch erst beim Laufen bemerkbar gemacht hat. Und dementsprechend konnte ich nicht so schnell laufen wie geplant und musste dann auch gegen Ende nur noch humpeln und gehen. Und hatte deswegen nur eine Zeit von 10 Stunden 40, obwohl ich zwischenzeitlich auf einem unter 9 Stunden Kurs war. Schlussendlich hat es sich aber auch für mich gelohnt, dann den Wettkampf so durchzuziehen, denn dadurch habe ich noch genügend Punkte in den Ironman All World Athlete Ranking bekommen, sodass ich nun auch am Ende der Saison dort in meiner Altersklasse auf dem ersten Platz stehe. Das war jetzt soweit meine Triathlon-Saison im Jahr 2021. Natürlich stand auch noch für mich ein Kanuslalom-Wettkampf an, denn dadurch, dass ich dann im Sommer sehr viel Zeit in den Aufbau meiner Finger investiert habe, konnte ich dann auch relativ sicher wieder Ende September bei der Deutschen Meisterschaft starten und belegte dort am Ende dann den dritten Platz. Mit diesem bin ich auch sehr zufrieden und das ist auch eine gute Ausgangslage vom Leistungsniveau her für das kommende Jahr, in dem dann die Weltmeisterschaft in Augsburg ist. Von daher, so zusammenfassend, bin ich sehr zufrieden mit dem Jahr 2021. Es war vieles Unerwartetes dabei, aber dennoch auch viele schöne Momente, die ich erleben durfte und viele neue Menschen, die ich kennenlernen durfte. Und natürlich nehme ich aus diesem Jahr auch viele neue Sachen mit in das neue Jahr mit hinein, was es da für Änderungen geben wird und wie sich was für mich im kommenden Jahr nun auch ändern wird, gibt es dann im nächsten Vlog. Natürlich möchte ich auch jedem danken, der mich auf diesem Weg bisher begleitet hat und motiviert hat. Von daher in diesem Sinne einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis zum nächsten Video.